und schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einem neuen Video von mir und mit mir. Heute geht es darum, wir machen natürlich wieder Aquarell, ja, Watercolor. Das ist ja irgendwie fast schon ganz klar, ne? Also ist ja ganz viel und wird auch viel gefragt, sehr beliebt. Und deswegen gibt es heute wieder ein cooles Video. Und zwar machen wir eine Savanne mit kleinen Fantis und einem Baum. Ja, also es wird ganz süß werden. Wir fangen auch direkt an. Wir brauchen auf jeden Fall einen Flachpinsel. Das hier ist so ein günstiger IKEA-Flachpinsel. Die sind aber total gut, weil wir wollen nämlich, sage ich mal, sehr gleichmäßige Lasuren hinbekommen. Und das bekommt man einfach am besten mit einem Flachpinsel hin. Und dann brauchen wir noch, also wir brauchen auf jeden Fall einen kleinen Zweierpinsel. Und ich habe jetzt noch, mal gucken, ob wir den jetzt noch unbedingt brauchen. Ein paar größeren jetzt noch Rundpinsel mit dabei. Das werde ich dann aber erst am Ende sagen können, ob wir die wirklich genutzt haben oder brauchten, wie auch immer. Wir fangen direkt an, wie gesagt, achso, und zwei Wasser habe ich ja. Wir brauchen wieder Farbe und Papier und eine Mischpalette. Papier habe ich hier, ist ungefähr, also ist ja mal nicht ganz A5, das ist so ein, der Block von Hahnemühle, Burgund Rau. Ich mag raues Papier total gerne. Gerade das von Burgund, das liebe ich, also das von Hahnemühle Burgund. Und das habe ich hier, das ist an vier Seiten geleimt. Hier ist so eine kleine Ecke, da kann man das dann nachher so abtrennen und kann sich dann freuen und irgendwie aufhängen oder verschenken. Ganz genau, als allererstes streiche ich hier mal mein Blatt einmal mit Wasser ein. Dass das hier einmal so ein bisschen bedeckt ist, schön feucht. Bei Raumpapier muss man immer so ein bisschen nachstreichen, damit das auch so in die Rillen kommt. So, und in der Savanne geht es mir jetzt darum, dass wir so einen Sonnenuntergang machen. Und das heißt, wir werden hier auf jeden Fall ein bisschen Gelb haben. Ja, so ungefähr. Hier so ein bisschen Gelb. Und ganz viel Rot auf jeden Fall. Ist jetzt ein bisschen nass geworden hier. So. Ein bisschen verstreichen. So. Und noch ein bisschen stärkeres Rot hier auf jeden Fall. Vielleicht hier noch ein bisschen Gelb. So. Und hier oben kann auf jeden Fall noch ein bisschen Farbe hin. Also wir machen jetzt hier irgendwie ganz viel Rottöne, Gelb, Orangetöne, ja, also wirklich so Savanne, Sonnenuntergang. Und das hier hinten quasi der gelbe Teil, der soll natürlich so ein bisschen die Sonne widerspiegeln. Und hier zwischendrin haben wir dann unsere roten Bereiche. Auch noch ein bisschen Gelb hier zwischen. Zack, ups. So. Und ich glaube, ich lasse das schon so. Also mir gefällt es eigentlich ganz gut. Und mal gucken, wie das aussieht, wenn es getrocknet ist. Genau. Und bevor wir jetzt weitermachen können, wie gesagt, muss das wirklich alles komplett gut durchgetrocknet sein. Ist alles gut durchgetrocknet, werden wir jetzt mit Schwarz malen. Nur noch mit Schwarz. Wir werden nämlich die Silhouetten des Bodens, des Baumes und der Elefanten malen. Dazu werde ich erstmal mit dem großen Flachpinsel mir das Schwarz, also schwarze Aquarellfarbe einfach aus meiner Palette nehmen und hier erstmal den Boden auf jeden Fall einstreichen. Der darf auch so ein bisschen uneben sein, also es muss jetzt hier nicht gerade sein. Thank you.
werde mich jetzt auch so ein bisschen einen goldenen Schnitt halten. Das heißt, ich werde meinen Baum nicht direkt in die Mitte setzen, sondern ich werde ihn so ein bisschen, so ungefähr auf ein Drittel des Blattes auf der rechten Seite, werde ich den hier so platzieren. Also so ein typischer Savannen, ich glaube so die Affenbrotbäume sind das, glaube ich, ne? Da werde ich hier, das Coole ist natürlich, dass die hier die Linien absolut nicht gerade sein müssen. Auch generell müssen wir das ja auch nur andeuten. Ich werde dann nach oben hin zu den Ästen einfach immer ein bisschen schmaler und werde hier nur noch mit der Pinselspitze arbeiten. Und die Baumkrone kriegt dann hier diesen typischen Look. Einfach die Blätter auch nur so umranden oder beziehungsweise die Silhouette darstellen. Und mit dem kleineren Pinsel geht es jetzt an die Umrisse der Fantis. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen schauen. Die haben ja hier so Stampfer. So. Damit sind wir schon am Ende angekommen mit unserer Elefantensavanne. Hier einfach wirklich einen ganz, ganz einfachen Hintergrund mit einer Nasse-Nass-Technik, die wir gemalt haben und verschiedenen Rot- und Gelb-Orangetönen. Und dann ganz einfach haben wir eine Silhouette von einem Baum und dem Boden und den zwei, also einem Mama- und Baby-Elefant vorgemalt. Wie gesagt, ist alles nicht super naturgetreu, aber man kann sehr, sehr gut sehen, um was es sich handelt, dass es kleine Elefanten sind und sieht immer ganz nett aus. Und ich finde, zum Üben, gerade für die Nasse-Nass-Technik, ist so ein Hintergrund immer wunderbar. Und gerade für Menschen, die jetzt wirklich nicht so mega 100% gut malen können oder noch am Anfang stehen, finde ich persönlich, dass gerade mit den Silhouetten immer noch eine ganz gute Alternative, um damit anzufangen, gerade mit Watercolor, um sich da reinzufinden. Und ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen und weitergeholfen und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal. Tschüss!